Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Natur oder gefärbt? Ja, ist okay. Ich möchte jetzt zu dem B hier gehen, weil ich ja wohl hey, hier... Pip, willst du was lernen? Nö, denk nicht. ...das Schwertraining machen soll, bei Kampfmeister Vanyek. Bei dem Helden. Wollte der mich nicht sowieso was von mir, der Vanyek? Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Auf jeden Fall richtig. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Ja, klar. Klar. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Wie immer beim Schafpferch. So. Also ich erstmal oben... Wo ist denn das Schafpferch? War komisch. Hat sich kurz Steam geöffnet. Ja, bis der da irgendwo angekommen ist. Ist wahrscheinlich da oben das. Aber erstmal dann die Lanze abgeben. Obwohl. Wir müssen dann ja sowieso da rein und der ist ja gleich da. Oh. Unsichtbare Mauer war da. Ah, da sind ja auch ein paar Schäfchen. Oh, das war der Adrenalin-Modus, glaube ich. Genau. Scharfes Bänken, scharfes Bänken, scharfes Bänken, scharfes Bänken. Grüß dich. Na, kannst losgehen? Aber sicher doch, yep. Yep. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Och Gott. Bisher noch nichts. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Schlecht. Nochmal. Genau. Gut. Nicht schlecht. Nochmal. Nochmal. Nee, hab fünfmal. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Schwach. Okay. Gut. Und nochmal. Ja, gut. Zum Stechen. Jawohl. Auf geht's. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Oh, okay. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Kombos. Sehr gut. Jetzt kapierst du's. Gut. Nochmal. Hab ich's geschafft? Genügt. Jawohl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht. Arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Ich habe immer noch nicht beigebracht bekommen, wie man denn pariert mit dem Schwert, ne? Oder? Bringt mehr als Erfahrung. Auch nicht. Egal, so. Dann haben wir jetzt noch eine Aufgabe. Und das ist, hol die Parierstange in der Burg ab. Das machen wir doch.
die Parierstange in der Burg. Schön sieht's aus. Könnte ich mir auch vorstellen zu wohnen, weißt du? Oh, lassen die mich überhaupt rein? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, ich muss natürlich mit denen sprechen, mit Jaroslav. Oder Janek. Ich nehme Janek. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Ich bin wegen der Parierstange hier. Das mit dem Deutschen, das ist mir ganz schön egal gerade. Ich muss jetzt schnell machen wegen unserem Vater, ne? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Habe ich mir schon gedacht. Sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Ja. Bitte geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Du hast erhalten die Parierstange. Sehr gut. Dann können wir ja jetzt zu unserem Vater gehen wahrscheinlich, ne? Kehre zu deinem Vater in der Schmiede zurück. Ganz genau. Das hier vorne direkt. Gehören wir eigentlich zur besseren Bevölkerung in dem Ort? Ich meine, wir wohnen hier oben. Als einzige, so wirklich da, okay, mit dem Haus noch. Im etwas oberen Ring, nahe der Burg. Hier sind wir ein bisschen was Besseres. So. Die Sachen, die du wolltest, das mit Kuttenberg regeln wir später. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja. Eigentlich schon. Nur den Hammer musste ich verkaufen, ne? Sonst hätte ich nicht genug Geld für die Holzkohle gehabt. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Zweimal gut gemacht. Oh. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratzig wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Eine Kohleesse. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden?
Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Ich habe weder noch benutzt. Ich habe dumm benutzt. Und danach mich gedroschen mit dem Sohn von dem Deutschen. Ist soweit. Ist ja egal. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Das könnte wehtun. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist das stattliche Schwert. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Aber natürlich machen wir das. Wir haben jetzt eine längere Geschichte gehört. Ich finde es ziemlich interessant, so was hier zwischendurch erzählt wird. Und bisher immer noch nichts an dem Spiel auszusetzen. Gut, es gibt den einen oder anderen Grafikfehler, aber pff, meine Güte. Das stört mich jetzt nicht, aber hä? Wo sind denn die Nägel? Hä? Ach so. Nägel für Theresa. Oh, hier ist auch noch einiges da drinne. Oh. Hol die Nägel für Theresa. Habe ich erledigt. Wir eilen. Theresa, ich eile. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Wir haben nicht allzu viel gemacht, wir haben das nur die Einzelteile besorgt. Alles klar. Ein feines Mädel.
Hör auf, sie anzuglotzen und sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Und? Jawohl. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Du hast noch viel zu lernen. Nicht ganz so talentiert sind wir momentan. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden. Dort... Unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich, kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Oh-oh. Sich enden. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Ich glaube, wir werden kämpfen. Deine Mutter
ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Okay. Das war ja einfach. Okay, wir müssen es nicht selber holen. Das wird anscheinend für uns erledigt. Sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Okay, wir werden kämpfen. Du kannst nicht zurückgehen. Mut haben wir. Schon, Heinrich, du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Das gibt Rache. Vielleicht nicht heute. Schnapp dir ein Pferd und reite aber nach sicherlich. Sag ihnen, was kommt! Du musst sie warnen! Auf den Bugram runter, den Weg entlang! Spring von der Mauer und verschwinde von hier! So, ich habe ja Ratzig Schwert erhalten, ja, das ist wohl wahr. Ganz kleinen Moment, ich muss mal eben gerade mein Ladekabel an die Kopfhörer machen. So, da bin ich wieder. Oh, ach du meine Güte. Kann ich das auch irgendwie ziehen? Nein. Kann ich denn mein Schwert nehmen? Game over. Okay, alles klar. Wie kann ich denn das Schwert ziehen? Ja, fortfahren natürlich. Hä? Auf jeden Fall alles eine sehr, 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 sehr krasse Story jetzt einfach mal so. Aber wie? Ihr habt doch jetzt Herrn Ratzig Schwert erhalten. Na, wie bekomme ich das? Also, wie kann ich das ausrüsten? E. So, Q. Okay, da kriege ich nur das angezeigt. Ich gehe mir irgendwie in den Einstellungen. Steuerung. Und da würde ich jetzt gerne irgendwo
Schwert ziehen. Springen, Druckgespurt, bla bla bla. Kampf. Primärangriff, Sekundärangriff. Blocken ist Q. Nahkampfwaffe ziehen ist 1. Okay. Funktioniert das? Ja, das funktioniert tatsächlich. So steche ich und so schlage ich zu. Alles klar. Ne, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Was ist denn jetzt unsere Aufgabe eigentlich? Auf der Flucht. Mein Heimatdorf wurde von fremdländischen Söldnern überfallen und viele Bewohner fanden ihren Tod. Ich konnte nicht in die Burg gelangen, bevor die Tore geschlossen wurden. Also schickte man mich nach Talmberg, um die Leute dort vor einem ähnlichen Schicksal zu warnen. Reite nach Talmberg und natürlich, ich muss mir erstmal ein Pferd besorgen. Och du meine Güte, da sind ganz viele Leute. Ich weiß nicht, ob das nette oder keine netten Leute sind. Oh shit. Da! Blutes und hast noch nicht gelernt, wie man Wunden verwendet. Du musst jemanden finden, der dir helfen kann. Oh shit. Ich habe das Gefühl. Game over. Okay. Scheiße, was ist denn das? Ich bin echt so eine Niete gerade. Okay, jetzt aber. Wir rennen einfach durch. Ich weiß ja jetzt mit 1 ist die Nahkampfwaffe ziehen, ne? Genau. Nehmen wir schon mal in die Hand, falls wir sie gleich brauchen. Aber ansonsten einfach schnell wegrennen. Glaube ich ganz gut, weil da unten gibt's Pferde. Wo ist hier jemand? Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Okay, das haben wir nicht überlebt. Da stand irgendwas mit Pfeilen. habe ich denn Pfeil und Bogen? Wahrscheinlich jetzt noch nicht. Das war irgendwie auf 2. Nee, habe ich noch nicht. Erstmal muss ich da runterrennen. Das Kampfsystem, da muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich das meistere. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen komplizierter. Oder man muss halt erst einmal durchsteigen. Bisher bin ich es noch nicht. So, ich muss. Ja, da vorne, ich muss Pfeil und Bogen finden, da wollte ich davon. Was? N. Ja, ja. Oh, oh Scheiße. Eins ist die Waffe ziehen. Ah! Alter, ich will doch einfach nur weglaufen. Oh Scheiße. Wenn ich nicht einfach. Ja! Oh, Freunde der Sonne. Ich stelle mich aber auch gerade an wie der letzte Vollhonk. Also nochmal runterrennen.
Schnellintézünk ezt a féleszűt. Das gibt es doch nicht. Rette lieber deine Haut, indem du die Flucht ergreifst. Ein Dörfler wie du kann gegen die furchterregenden Kumanen nichts ausrichten. Okay. Aber ich soll doch Theresa retten. Ich glaube, ich gehe mal hier runter zu diesem Stall, den man dort sieht. Na komm. Weil, da komme ich nicht bei Theresa in die Nähe. Vielleicht ist das, ganz gut. Dann wird vielleicht die Quest nicht getriggert. Ach du Scheiße, da kommen die schon. Ja. Ach du Scheiße. Komm ich da rein? Wie komme ich da rein? Hier drüber springen? Nein, kann ich nicht. Oh. Ich kann gegen die nichts ausrichten. Was? Warum? Was ist das denn? Oh, ey, ich bin einfach zu blöd dafür. Ich verstehe das nicht. Warum kann man denn da nicht mal gescheit auf dem Pferd aufsitzen? Oh, ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann muss ich mir da was überlegen. Also, ey. Ist ja schön, dass ein Schwert, aber gegen die komme ich ja erstens auch wieder nicht an. Und die sind ja ganz gechillt da unten. Ich komme erstens gegen die nicht an und zweitens, warum kann ich nicht aufs Pferd absteigen? Ich verstehe das nicht. Ihr Schweine! Passt mich an und ich bring euch um! Logisch, oder? Ja, ja. Warte mal. Jetzt mal ein Stückchen in Ruhe. Pfeife jetzt. X. So. Bop. Der Trab, ja, bla bla bla. Okay, ich werde schon rausfinden. Ja. So, kann ich denn jetzt auch umdrehen und denen helfen? Hier von wegen. Natürlich kann ich das nicht. Du bist im Kampf gestorben. Ja, natürlich. Okay, einmal. Das ist wirklich der letzte Versuch jetzt. Ich versuche jetzt wirklich nur noch abzuhauen. Und Richtung Dings zu reiten, Richtung meinem Questmarker. Dass du aber jetzt gleich schon so krass in das Spiel reingeschmissen wirst. Och, ich hab mir einen Fuß verknackst, jetzt ernsthaft. Na gut, ich bin auch da ein bisschen blöde runtergesprungen. Ja, da, ja. So. Ja. Besorgt den Pferd. Auf
Aufgabe. Ja, ja, tschüss. Okay, bye, bye. Ich muss abhauen. Tschüss. Spiel gespeichert. Ja, was will ich machen? Das sehe ich auch so. Oh, oh. Okay. Muss ich jetzt vor denen flüchten? Das krieg ich doch wieder nicht hin. Ich schwör's euch, das krieg ich nicht hin. Bin ich wieder viel zu blöd für. Ja. Ich hab eine Blutung. Ich muss jemanden finden, der mir helfen kann, ne? Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Links entlang des Baches. Okay. Entlang des Baches. Der Bach ist hier. Die Personen sahen gerade eben noch anders aus. Tja. Lauf! Ja. Jetzt aber flottiger, Roddy. Aber hey, wenigstens brauche ich mich nicht dafür entschuldigen, dass ich das Haus ein bisschen verschandelt habe. Und jetzt muss ich. Du hast entdeckt das Sühnekreuz. Ich muss jetzt ganz schnell machen, weil ich bin am Bluten. Also die Ausländer sind nicht so gut. Kannst du den Kanter wirklich. Oh. Was? Wer greift mich denn hier an, Alter? Okay. Ich werde also direkt verfolgt. Steht schon mal fest. Geht! Sie werden euch umbringen! Jetzt aber ganz, ganz schnell. Das Problem ist, ich kann mich auch nicht umdrehen. Umgucken, glaube ich, oder? Doch, kann ich. Die sind direkt hinter mir. Auf geht's, schneller! Das ist doch der Ort. Stimmt, ja! Ich hab einen Pfeil im. Nicht im Knie, aber im Oberschenkel. Oh mein Gott! Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Hört du, Fuß und Kinder! Seht mal, sie ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Naja, dieser Ort wird wohl als nächstes dran sein, ne? Gib ihm doch jemand zu trinken! Und bringt heißen Wein und Verbandszeug! Sag mir, Junge, wer bist du? Und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren.
Tartaren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Ja, die haben aus den Leuten auch Tartar gemacht, ey. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Unangenehm. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? So, aber bevor wir mit Herrn Devish sprechen... Okay, nee, ich kann es wenn nur überspringen. Das möchte ich nicht. Dann gucken wir uns das jetzt erstmal lieber nochmal an. Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tartaren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihm nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Schlimme Zeiten. Sehr schlimme Zeiten. Heute nach Thalmberg habe ich erledigt. An dieser Stelle möchte ich mich dann wahrscheinlich jetzt, wenn das Spiel mir das erlaubt, mich verabschieden von euch. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder rein, wenn wir wieder Kingdom Come Deliverance spielen. Das wird übermorgen der Fall sein. Und bis dahin, ciao!